Hallöchen, kleiner Schlingel, ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, ich warte hier gerade vor diesem Trainer, weil da ist ein Item. Mein Item. Und der beschützt es. Der steht einfach davor und sagt, wer dieses scheiß Item will, der muss gegen mich kämpfen. Und ja, ist ein Arschloch, oder? Hauen wir ihm auf die Fresse und holen unser Item. So. Ja, Leute, willkommen zurück hier bei der Pokémon Platin Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir super krasse Kämpfe gehabt. Und ich glaube, es wird in diesem Part weitergehen, denn auch das ist wieder ein Ass-Trainer. Alter, und der droppt direkt wieder mal ein Rizeros, ey. Und natürlich leaden wir mit Hellboy, das ist ja super. Was mache ich denn da? Ich könnte zu Genki, nee, Erdbeben. Ich könnte zu Pampers, Steinkante. Ich könnte zu Schweinerei, der würde wahrscheinlich was tanken. Oder ich könnte zu Fodder. Ich gehe einfach mal zu Fodder, weil ich glaube, also Erdbeben und Steinkante wird beides resisted. Und ich könnte es tanken. Es kommt tatsächlich ein Stein. Aber wir. Er verfehlt. Okay. Perfekt. Und jetzt kann ich nämlich für einen vierfach effektiven Gigasauger gehen und das Ding einfach wegklatschen und mich voll heilen. Ja, nice. Nicer Dicer. Das passt auf jeden Fall. Ba 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 ba. So, und Fodder ist wieder voll live. Venufliebes. Okay, aber ich treffe sehr effektiv mit einer Step-Attacke. Das Ding ist auf jeden Fall weg. Also, ich outspeede auch. Und ja, das dürfte es gewesen sein mit Venufliebes. Krass, ey. Gegen dieses Pokémon hätte man jetzt wahrscheinlich ein Pokémon wie Gastrodon oder Derblinde reingeschickt. Und jetzt kommt ein Pflanzen-Pokémon. Also die Pokémon hier sind nicht schlecht, ne? Die sind nicht schlecht gesettet, so. Die haben echt, die haben es echt begriffen, die Viecher, ey. So, was ist das für ein Item? Ein Hyperball, hey. Das ist ja cool, können wir weitere Onyxe fangen? Ne? Können wir noch ein, zwei Onyx fangen hier in dieser Scheißhöhle? Oh, Boyelin. Oh, Junge, Junge, Junge. Boyelin, dagegen will ich mich nicht stellen, denn daran haben wir schon mal unsere Finger verbrannt. Boyelin hat unser ganzes Team outspeedet und einfach alles und jeden umgebracht. Okay, ich wechsle mal wieder zu Schweinerei. Und setze nochmal einen Schutz ein, weil ich habe keinen Bock, dass hier die ganze Zeit Viecher kommen. Wo war denn der Schutz, ey? Digga, willst du mich verarschen, Mann? Topschutz. Ah, hier. Oh, Mann, ey. Die Leute hier wahrscheinlich schon alle am Ausrasten. Wie froh, da war der Schutz, Mann. Du bist an dem dreimal vorbeigegangen, du Mongo. Yeah. Okay, ja, also ihr seht, man braucht Stärke, man braucht Kaskade, man braucht Zertrümmerer, man braucht Kraxler, man braucht einfach alles hier drin. Deswegen brauchen wir der Blinde. Oh, rare, right? Wo geht es denn hier hin? Zu einem Item. Ja, natürlich zu einem Item. Drachenpuls. Das wäre was für Genki. Ne, weil Stahl, nee, Stahl resistet kein, doch Stahl resistet Drachenattacken. Mit Drachenpuls könnte man zurückschlagen. Okay. Alright. Ich nehme Zähne, was? Ich nehme Zähne, achso, Zähne, ja, Zähne. Du bist auch ein bisschen Zähne, Alter. Zähe Pokémon. Oh, ein Drachentrainer. Natürlich instant ein Drachentrainer, oder wie? Alright. Vierfach schwach gegen Eisattacken. Ja, mach du deinen Drachentanz, Bro. Ich treffe dich gleich vierfach effektiv und kann mit einer Eisschart revengen. Alter, wir finden natürlich den Drachenpuls vor dem ersten Drachentrainer und der mit Altaria und Drachentanz rauskommt, ey. Was ist mit diesen Pokémon los hier? Die haben alle Kokain-Intos, ey. Mal eine richtige Line gesnifft. Die ganzen Kokser. Knaxel. Oh shit. Ist
Komm, scheiß drauf. Wir überleben den Schaufler eh. Müssen wir halt wieder heilen. Ja, easy. Und das ist... Leute, ihr müsst euch mal vorstellen. Das ist eine 120er Eisattacke. Stab, vierfach effektiv. Ich glaube, dieses Knacksel wurde nicht nur getötet, sondern es wurde pulverisiert gerade. So. Drachenprofi Edmund ist am Arsch. Aber der sieht auch aus wie ein Ass-Trainer. Also die haben das echt nicht so im Griff gehabt in der vierten Gen mit den Sprites, ne? Also irgendwie ist das sehr verwirrend. Gibt's da unten noch ein Item? Wahrscheinlich, ne? Oh ne, das ist nur der Rückweg. Okay. Okay, Mann, was ist da denn los? Ja, das Ding ist, ich habe fast keine AP mehr auf den Attacken, ne? Hier so. Willst du mich verarschen? Nein. 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 Bitte nicht. Bitte nicht, Boyelin. Bitte nicht. Krittet er mich. Wollen diese Boyelins mich ficken in diesem Spiel? Wollen die mich ficken? Das muss ein One-Hit werden. Und es wird keiner. Oh mein Gott! What the fuck, Alter? Leute, wäre das kein One-Hit geworden, wäre ich wegen einem Whirlpool gestorben. Und wenn nicht wegen einem Whirlpool... Oh mein Gott. Flucht gescheitert. Whirlpool, Alter. Ja, das ist das, was ich im letzten Part gesagt habe. Whirlpool kommt dir meistens so vor, wie es kein Problem wäre. Oder Feuerwirbel oder diese ganzen Drecksattacken. Aber guckt euch mal an, was es erreichen kann. Guckt euch mal an, was passieren kann. Wenn man in Whirlpool gefangen ist, kann man nicht fliehen. Man kann nicht mal das Pokémon wechseln. OMG, Alter. Diese Boyelins in diesem Spiel wollen mich einfach bumsen, ey. Und Schweinerei hat das Ding einfach geone-shottet. Krass, Mann. Holy fuck. Okay, ab jetzt wechsle ich jedes Mal raus. Warum ist das Ding überhaupt gekommen, Alter? Ich habe doch Superschutz an. Okay, es geht weiter, Freunde. Was ist das wieder? Ein Veteran oder irgendwie? Irgendwie sowas, ne? Ich kann nur spüren, dass deine Pokémon voll vertrauen. Ja. Ich habe meine Viagra-Tabletten zu Hause vergessen. Okay. Ja, seht ihr, der Typ hat keinen Bart und er hat volles, langes Haar und die sind nicht weiß oder so. Porygon Z. Ich glaube, dass Porygon mich outspeedet. Psychokinese, okay. Deswegen ist Lawine definitiv die bessere Wahl. Ja, das macht Damage, ey. Damage of Doom. Und die Flinkklaue aktiviert sich irgendwie auch nie mehr, ne? Die hat sich schon super lange nicht mehr aktiviert. Überlebt es. Aber wir haben Eissplitter und können finishen. Bam! Alter, Schweinerei ist so ein gutes Pokémon mittlerweile. Es ist unglaublich. Also wir haben super, 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 super Pokémon. Wir haben fucking Hellboy, wir haben Fodder, wir haben Pampas, wir haben Schweinerei. Und Genki wird auch sehr stark werden, glaube ich. Fehlt nur noch ein sechstes Pokémon, was krass ist. Okay, Angriff und KP, sehr gut. Da bin ich super zufrieden mit. Tangolos. Tangolos resistet das Erdbeben. Lawine ist sehr fiktiv. Wir müssen auch sogar outspeeden, aber ich glaube nicht, dass Tangolos das one-shottet, weil Tangolos ist super bulky und vor allem kann er mich danach einfach mit einem Gigasauger oder so wegklatschen. Deswegen gehe ich zu Fodder? Oder gehe ich zu Pampas? Ich gehe zu Pampas. So, was ist da gerade gekommen? Irgendwie Rankenhieb oder so ein Kack, ne?
Das müsste reichen. Ja, okay. Alright, also das war ziemlich gut. Alter, ich komme nicht über dieses Bojelin weg, ey. Dieses Drecksviech. Ich dachte wirklich, dass Schweinerei am Arsch wäre. Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht. Empoleon. Empoleon resistet leider alles, was wir können. Ich gehe mal für einen Wunschtraum. Einfach mal, um zu gucken, um zu scouten. Was Empoleon macht. Lake. Okay, Lake macht doppelten Schaden, wenn die KP des Pokémons unter der Hälfte sind. Das heißt, ich kann mich relativ gut gegenheilen und kann Empoleon langsam aber sicher downwiggeln. Schauen wir mal, ob er noch einen Eisstrahl hat oder so. Okay, er wird geflincht. Der Wunschtraum erfüllt sich, das ist super, wir sind wieder voll live. Ich gehe nochmal für den Wunschtraum und guck mal an, was er noch für Attacken hat. Er hat Lake. Er hat nur Lake, okay. Ich glaube nämlich, dass wir zu Genki raus können. Ich weiß, es ist sehr risky, aber Stahlattacken resisten wir vierfach. Und die Wasserattacke dürfte nicht killen. Das war fucking knapp, Mann. Okay, wir kommen wieder über die Hälfte. Und wir outspeeden, glaube ich. Und mit Ableithieb sehr effektiv müssten wir KP wieder füllen, sodass ein weiterer Lake, falls er es überlebt, nicht killt. Okay, ich glaube, wir haben das. Wir haben das safe. Alter, das macht so viel Damage, Mann. Ich hätte für eine Aurasphäre gehen können, aber Empoleon wird sehr oft im Competitive als speziell defensive Wall gespielt. Deswegen gehe ich davon aus, dass seine Spätstep-Werte nicht allzu scheiße sind. Und ja. Alter, also wenn uns was ausgeht, dann sind es wirklich die AP. Die AP gehen uns definitiv aus. Also Ableitieb hat auch keine AP mehr jetzt. Und die Hypertränke werden auch bald mal knapp, ne? Okay, ich werde jetzt Schweinerei und Genki nochmal heilen. Haben wir ein Elixier oder so? Ja, wir haben hier dreimal Elixier, Hyperheiler, Top-Ether. Wir haben aber auch normale Ether, ne? Ja, okay. Ableithieb. Schweinerei. Erdbeben und ja, belassen wir es einfach mal dabei, oder? Top-Ether. Ja, lass mal Lawine komplett auffüllen, weil Lawine ist halt schon ein super Move hier gerade. Vor allem, wenn es wieder Drachen-Pokémon gibt, ey. Okay, ich glaube, wir müssen hier durch, oder hier. Da hinten scheint nur ein Item zu sein, aber das holen wir uns trotzdem. Und der Schutz wirkt natürlich nicht mehr. Ah, warte mal, der Schutz war hier. Okay. Ja, Leute. Oh, Schafklaue. Damit können wir es Nibuna machen. Ich liebe Nuzlockes gerade deswegen, weil sie halt kompetitiv sein können, ne? Okay, also auf diese Seite komme ich nicht. Auf diese Seite komme ich auch nicht. Nur mit Kraxler, oder wie? Und was ist das für ein Boy da hinten, ey? Lass mich dich mal ansehen. Du sollst auf jeden Fall die Pokémon-Liga als Ziel. Auf dieses Ziel. Ah, da ist bestimmt irgendwie ein Legi drin oder so, ne? Ja. Alright, okay. Ich gehe mal hier nach oben, um zu sehen, weil ich glaube, der andere ist der richtige Weg, oder? Müsste eigentlich hier noch ein Item geben oder einen Trainer oder so. Nee. Was zum Teufel ist hier drin? Ah, es ist ein Item-Rätsel, okay. Ich setze auf jeden Fall wieder Schutz ein, bam. Es ist ein Item-Rätsel, okay. Das ist ein super mega schweres Rätsel, Freunde.
So ein Rätsel gab's noch nie im Pokémon. Bam, bam. Und was ist das für eine Attacke? Finsteraura. Ja. Ja, solche Items sind immer Attacken. Also, das ist nicht Äther oder sowas. Das sind immer Attacken. Finsteraura ist auch sehr gut für Lucario. Alter, weißt du was? Fick auf Dunkelklaue. Ich lerne dem Typen Finsteraura. Finsteraura ist speziell und trifft Geist und... trifft Geist-Pokémon genauso. Nur Kampf-Pokémon? Ja gut, gegen Kampf-Pokémon will ich eh nicht drin bleiben. Geist- und Psycho-Pokémon werden genauso von Finsteraura getroffen. Und es ist speziell. Und es kann flinchen. Ja, wer anders kann es auch gar nicht, außer Genki. Deswegen lernen wir einfach mal Genki die Finsteraura. Dunkelklaue hat sogar noch 10 Stärke weniger, Alter. Kein Wunder, dass Zwirklub und all diese Viecher nicht haben 3 Hits überlebt, ey. Okay, warte mal, ich könnte... Schweinerei. Schweinerei hat... Schweinerei hat Bodycheck, ne? 90er Stärke. Aber 85 Genauigkeit und das ist super kacke. Ich könnte Schweinerei Steinhagel lernen, oder? Ich glaube, Schweinerei kann Steinhagel. Weil Dingens kann es auf jeden Fall. Steinkante kann Schweinerei auf jeden Fall. Deswegen gehe ich davon aus, dass es auch das lernt. Und dann hätten wir tatsächlich was gegen... gegen was hätten wir Vorteile? Wir hätten Vorteile gegen Flug-Pokémon, gegen die wir aber auch einfach die Step-Lawine machen können. Die macht nämlich sogar mehr Damage als 80er und kann nicht verfehlen. Feuer-Pokémon können wir mit Erdbeben wegklatschen. Gegen was nützt uns eine Steinkante was? Flug-Pokémon können wir auch so treffen. Feuer-Pokémon können wir auch so treffen. Eis-Pokémon. Andere Eis-Pokémon können wir mit Steinhagel gut treffen. Können wir aber auch neutral... Ja, aber sehr effektiv, ne? Ja. Okay, also wenn wieder mal ein Mammutl oder so kommt, können wir andere Eis-Pokémon damit sehr effektiv treffen. Und der Bodycheck nützt uns eh nichts. Also der Bodycheck ist eh nur so ein verschwendeter Move. Ne? So. Genki braucht den Steinhagel nicht, weil Genki trifft auch alles außer Flug-Pokémon jetzt so. Alright, Freunde. Alright. Alrighty then. Und wieder ist es ein Ast-Trainer. Dies ist ein Ort, an dem sich starke Trainer naturgemäß versammeln. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Das ist echt heftig, wie krass diese Pokémon hier sind. Es ist ein Drachentrainer und kein... Oh, Kaumalat, okay. Oh je, was bedeutet... Wenn dieser Boy Kaumalat hat, hat er als zweites Pokémon dann Knackrack? So, ich gehe auf hier. Wow, er outspeedet mich. Ein fucking Kaumalat outspeedet mich. Und trifft mich mit Drachenstoß. Ja, GG, wie gesagt. Again, ne? Vierfach effektiv. 120er Step. Das ist nicht sehr schön für Kaumalat. Aber das hat super viel Damage gemacht. Wablu. Auch gegen Wablu ist die Lawine sehr vierfach effektiv. Das ist super. Alter, warum outspeeden die mich alle, Mann? Das ist ätzend. Das sind Vorentwicklungen. Wie outspeeden die mich alle? Bam. Auch vierfach effektiv. Also die Eis-Pokémon sind hier relativ krass. Ja, Schweinerei hat die gerade beide pulverisiert und vernichtet, ne? Okay, da kommt Knarksel. 47. Er geht wieder für den Schaufler. Das Ding ist halt einfach, ja, es ist Stab, Boden, aber... Reicht der? Ich glaube, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ein Schaufler reicht. Nein, reicht er nicht. Okay. Alter, also alle drei Pokémon wurden gerade gerackt von Schweinerei, weil, wie gesagt, Eis ist einfach vierfach effektiv gegen diese ganzen Pokémon und es ist eine Stab-Attacke, die 120er Stärke hat, Leute. Also, keine Chance, sowas zu überleben. Das hätte wahrscheinlich viermal gereicht, um so ein Pokémon zu killen. Alright.
ja, Schweinerei ist wieder am Arsch. Und wir brauchen wieder Heilung. So, Freunde. Ich habe das Gefühl, die Siegestraße wird bald enden. Ich glaube noch ein Part und dann haben wir die. Oh, sorry, Leute. Wir sind wieder bei 21 Minuten. Wie gesagt, Leute, ich weiß, es tut mir super leid. Ich weiß, es ist nervig, aber wir können leider keine längeren Parts machen. Heute ist Samstag, okay? Heute ist der letzte Tag, an dem ich aufnehmen kann. Morgen nehme ich noch Wi-Fi Battles oder so auf, damit ihr auch da wieder versorgt seid. Und News habe ich noch zu bringen. Und einen Stream muss ich noch machen, wahrscheinlich, falls ich es noch hinbekomme. Und dann habe ich noch einen anderen Termin. Montag, Dienstag arbeite ich den ganzen Tag von morgens bis abends. Und mittwochs fliege ich morgens um 7 oder so nach Deutschland. Das heißt, es ist wirklich die letzte Gelegenheit, hier noch aufzunehmen. Und deswegen kann ich die Parts nicht zu lange machen. Das tut mir einfach leid. Deswegen müssen wir den Part hier beenden, Freunde. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich durch die Liga kommen. Und wer weiß, vielleicht schon die Top 4 antreffen. Okay? Also Leute, wenn ihr gehypt seid, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der Pokémon-Liga von Pokémon Platin.